Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Haustier, was ein bisschen schwieriger zu erhalten ist. Und wie das geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir sind nämlich einmal hier in Maldraxxus und hier gibt es eine World Quest, eine Pet Battle World Quest. Und zwar ist die einmal hier bei Versorgerin Maximilian. Versorger Maximilian, der ist tatsächlich sogar männlich. Und bei ihm gibt es eine World Quest, die relativ selten eine bestimmte Belohnung hat. Und die zeige ich euch auf dem Twink mal. Und zwar seht ihr das hier, eine belebte Elle. Und diese belebte Elle brauchen wir mit zwei anderen Items, um uns ein Pet zusammen zu craften. Ich habe jetzt 3 Monate drauf gewartet. Das erste Mal hier ist der Side Release des Add-ons da. Heißt, wenn ihr da die World Quest ab und an mal checkt und diese belebte Elle dort ist, dann solltet ihr eventuell die mitnehmen. Mit diesem Item könnt ihr nämlich dann lostigern und euch noch 2 andere Items holen, dann basteln wir ein schickes Pet zusammen. Heißt, ihr müsst da hingehen, die World Quest abschließen. Ich glaube, mittlerweile könnt ihr das auch mit Level 1er Pets machen. Der befindet sich hier auf den Koordinaten 46, 49, so rum, hier in Maldraxxus. Und wenn ihr das Item habt, dann könnt ihr einmal zu dem Händler gehen von der unvergänglichen Armee. Der befindet sich dann hier auf den Koordinaten 50, 53. Und bei ihm könnt ihr neben einem Haufen andere schicke Sachen auch ein zweites Item kaufen, und zwar eine belebte Speiche. Die kostet euch 250 polierte Haustierglücksbringer. Und wenn ihr die gekauft habt, dann habt ihr schon mal 2 von den 3 Items zusammen. Übrigens, ihr braucht hier keinen Ruf bei der Maldraxxus-Fraktion Unvergängliche Armee, sondern müsst einfach nur her und quasi das kaufen. Pet-Battle-Marken braucht ihr ja dementsprechend halt ein paar, aber wenn ihr da ab und an die Mission losschickt, beziehungsweise ein paar Pet-Battle-Kämpfe austragt, dann kriegt ihr die eigentlich von den Meistern auch ganz gut. Okay, so, jetzt haben wir diese beiden Items und sobald ihr die im Inventar habt, könnt ihr euch das dritte holen. Ihr könnt nur mit dem letzten Item interagieren, wenn ihr die beiden habt. Also holt erst die beiden und dann geht dahin, wo ich euch das jetzt zeigen werde. Da bekommen wir nämlich die letzte Reagenz hier. Und zwar liegt die hier oben dran, hier an dem Viech. Ich wollte es eigentlich euch in der Aufnahme zeigen, das Blöde. Ich habe hier wild rumgeklickt und habe es versehentlich schon aufgesammelt. Aber hier dran liegt das Ding. Das sammelt ihr auf und dann, wenn ihr alle 3 habt, könnt ihr sie quasi kombinieren. Und daraus basteln wir dann ein Pet. Und zwar Karpal heißt das. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich muss es auch gucken, ob wir es in den Käfig packen können. Wo haben wir es denn? Karpal, hier ist es. Mehr oder minder hübsch. Das ist quasi so ein laufendes Händchen. Warte mal, haben wir es ausgepackt? Beschwören wir einmal. Dann irgendwie sehe ich es nicht. Ich glaube, mein Pet will irgendwie nicht so. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken. Ah, ich kann es in den Käfig setzen. Also wir können es tatsächlich auch verkaufen. Seht ihr, was hat es im Moment für einen Preis? Naja, gut. 88.000 ist nicht allzu schlecht. So sieht's aus. Irgendwie will es nicht, doch, jetzt kann ich es beschwören. Hat irgendwie ein bisschen rumgebackt. Das ist so ein Händchen. So ähnliche Pets gibt es ja schon, aber hier solltet ihr ein bisschen aufmerksam sein, immer wenn die World Quest am Start ist, das vielleicht mitnehmen. Und ja, dann könnt ihr die Dinger theoretisch auch verkaufen, ein bisschen Gold machen. Müsst halt überlegen, sind halt doch 250 Pet-Battle-Marken, die ihr da auf den Tisch haut. Okay, das war's mit dem kleinen Pet-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.